Welche Bedeutung hat die Arztpraxis heute? Welche Attraktivität hat die Arztpraxis heute? Wenn wir uns die augenblickliche Situation der Corona-Krise anschauen, wird, glaube ich, niemand der Arztpraxis oder der ambulanten Versorgung die Bedeutung absprechen. Dennoch haben wir in der Vergangenheit sehr häufig erlebt, dass gerade die besprochene Attraktivität deutlich abgenommen hat. Immer weniger Mediziner möchten in die eigene Praxis. Immer weniger Mediziner haben Lust auf das wirtschaftliche Thema, was mit der eigenen Praxis verbunden ist. Und viele Mediziner haben Angst zu scheitern. Ich glaube, wenn wir uns die jetzige Situation anschauen, dann wissen wir, dass die ambulante Versorgung, die Grundversorgung, auch die hausärztlichen Praxen und alle Facharztpraxen dahinter die Säule der Krise sind. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir darüber sprechen. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Attraktivität der Praxen weiter bestehen bleibt. Wir müssen im Augenblick versuchen, die Sprechstundenstrukturen den aktuellen Geschehnissen anzupassen. Wer heute schon Videosprechstunde anbietet, wer heute schon ein Rezept per Telefon verschreiben kann, wer also die Möglichkeiten geschaffen hat, diese Krise in der modernen Struktur zu begleiten, der hat auch dazu beigetragen, dass sich das Virus gegebenenfalls weniger schnell verbreiten kann, weil ich mit meinen Patienten aktiv in Kontakt bleiben kann, weil ich nicht meine Sprechstunde verlassen muss. Diese ganzen Themen werden in Zukunft nicht nur enorm an Bedeutung gewinnen, sondern rückwirkend, wenn wir mal Weihnachten 2020 da sitzen und sagen, Mensch, warum haben wir so lange gebraucht, um einige Dinge umzusetzen? Warum hat das Thema Telemedizin so lange gedauert? Weil wir die Notwendigkeit nicht erkannt haben. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig zu sagen, wenn etwas durch ein Virus gefördert wird, wenn wir also diese Disruption, diese digitale Disruption, die wir eigentlich alle wollen und die in diesem Jahr natürlich auch auf der Ebene des Gesundheitsministeriums angestoßen worden ist, jetzt umsetzen und wirklich erkennen, wie wichtig dieses Thema in Zukunft sein wird. Digitale Disruption, herausgelöst durch ein Virus, wäre eine virale Disruption, auf jeden Fall eine Virusdisruption. Und nochmal, wenn wir aus 2020 Weihnachten rückblicken auf den März, April, also auf die heutige Zeit, dann wäre es doch schön, wenn wir irgendwie sagen könnten, die Bedeutung der ambulanten Versorgung ist in dem Moment allen weiter bewusst gewesen. Denn warum? Wenn der Arzt, der Mediziner, der jetzt in der Praxis mit seinen Helferinnen, mit seinen Strukturen in den Sprechstunden dafür sorgt, dass wirklich nur die Schwerkranken ins Krankenhaus müssen, dann bleibt das Gesundheitssystem aktiv. Dann bricht es nicht zusammen. Dann werden wir nicht überfüllte Krankenhäuser haben. Besser gesagt, wir hatten keine, weil wir blicken ja gerade aus der Zukunft zurück. Und deshalb glaube ich, ist die Bedeutung der ambulanten Versorgung, die Attraktivität der ambulanten Versorgung für alle die, die wirklich Medizin machen wollen, mehr als eine Flucht aus dem Krankenhaus, weil ich vielleicht nicht mehr mit meinem Chef zusammenarbeiten möchte, mit dem ich mich nicht gut verstehe oder weil ich eine hohe Flut an Patienten und Nachtdienste und Wochenenddienste nicht mehr ertragen kann. Ich glaube, die Bedeutung der eigenen Praxis ist deshalb so wichtig, weil wir jetzt in der Krise erkennen müssen, wo die wirkliche Bedeutung der Grundversorgung, der Primärversorgung liegt. Ich glaube, dass es aber auch wichtig ist zu erkennen, dass der Verzicht, den wir alle durchmachen im Augenblick, also der Verzicht auf die sozialen Kontakte, der Verzicht auf das Miteinander, auch dazu beiträgt, dass der Arzt erkennen wird, dass er keine Sorge haben muss vor dem Thema Technologie in der Zukunft. Warum? Weil gerade der Verzicht dazu führt, dass wir dem Miteinander, dem menschlichen Miteinander noch mehr Bedeutung zumessen. Also der Verzicht auf der einen Seite bringt Nähe auf der anderen Seite. Und deshalb ist die Bedeutung von Mensch zu Mensch, Human to Human, also die Human Intelligence, jetzt der wichtigste Punkt und die wichtigste Erkenntnis aus dieser Krise. Und nur in Kombination mit künstlicher Intelligenz, KI, werden wir auch in Zukunft diese Themen gut meistern können. Und deshalb sollten wir keine Angst davor haben. Wir müssen genau diese Ängste langfristig überwinden. Und dann wird die Gesundheitswirtschaft aus meiner Sicht gestärkt aus der ganzen Sache hervorgehen.
Change in dem Moment nicht nur Veränderung, sondern Wandel, ein gesellschaftlicher Wandel, der dahinter steht. Wir alle sehen uns nach dieser Nähe, wir alle wollen das Miteinander, wir alle vermissen unsere Freunde, wir alle vermissen unsere Verwandten, die wir nicht sehen können, weil wir zu Hause bleiben müssen. Aber wenn wir rückwirkend nochmal Weihnachten 2020 schauen, dann werden wir alle erkennen, dass uns in irgendeiner Art und Weise dieses Thema auch wieder zusammengeführt hat. Und nicht nur menschlich, sondern auch wirtschaftlich. Und nicht nur die Gesundheitswirtschaft sollte im medizinischen Bereich davon genesen, sondern auch die im Augenblick noch nicht abzusehende wirtschaftliche Thematik, die wirtschaftliche Problematik dahinter. Auch da bin ich der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam und auch mit Hilfe der Bundesregierung, mit allen, die daran beteiligt sind, es schaffen werden, positiv aus dieser ganzen Sache hervorzugehen. Auch wenn es vielleicht noch Jahre dauern wird, bis wir es erkennen. Ich glaube, dass aber die Einstellung dazu enorm wichtig ist. Der Schulterschluss zwischen ambulanter, stationärer Versorgung und alles dem, was da dranhängt. Also eine Art Multiple Care für die Zukunft. Und vor allen Dingen eine wirtschaftliche Stärkung für die Zukunft ist das, was ich uns allen wünsche. Und wenn die Bundesregierung jetzt gerade dabei ist, die wirtschaftlichen Faktoren abzumildern, indem sie Milliarden zur Verfügung stellt, dann sollten wir diesen Rettungsschirm, diesen Schutzschirm nutzen, um daraus gestärkt hervorzugehen und jeder an dem System sich zu beteiligen und dazu beizutragen, dass wir gut und gestärkt aus der Krise hervorgehen können. Eine Sache ist mir noch wichtig. Ich glaube, das, was an Schutzschirmen im Augenblick vorgesehen ist, gilt insbesondere für große Unternehmen und für den Bereich der stationären Versorgung, sprich Krankenhäuser. Ich glaube, dass es aber auch enorm wichtig ist, der ambulanten Versorgung diese Gelder zukommen zu lassen. Denn nicht nur die Praxen der Primärversorgung, sondern die gesamte ambulante Versorgung macht sich natürlich Gedanken, wie können sie wirtschaftlich gestärkt bzw. wirtschaftlich einigermaßen normal und nicht im Negativen aus dieser Krise hervorgehen. Deshalb glaube ich, muss es ausgeweitet werden. Denn auch das Personal, das vielleicht aufgrund von Quarantäne nach Hause geschickt werden muss, auch einige Praxen, die jetzt Kurzarbeit angemeldet haben, weil die Patienten ausbleiben, weil viele Operationen im ambulanten Bereich natürlich nicht mehr ausgeführt werden können. All diese Themen sind wichtig, damit auch die ambulante Versorgung erkennt, dass ihr diese Bedeutung zugemessen wird. Und ich würde gerne, dass wir erreichen können, wenn wir rückblickend schauen, dass wieder mehr Mediziner sagen, das ist mein Weg in diese Praxis. Ich möchte in die ambulante Praxis und das hat mir die Krise im positiven Sinne gezeigt. Wir alle wollen unseren Teil dazu beitragen. Zum Schluss bleibt mir noch eine Sache. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie unternehmerisch. Alles Gute.